Hallo zusammen, Skat Rätsel Nummer 16. Was für eine Kirsche? Zu dieser Partie bekomme ich immer noch regelmäßig Anfragen, wie das wohl zu lösen wäre. Der eine oder andere schreibt: Mensch, ich komme da gerade mal aus dem Schneider, wie soll denn dieses Spiel gewonnen werden? Und deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach nochmal ein Video dazu. Nochmal, weil ich schon mal eins gemacht habe zu dieser Partie. Das ist aber 2 Jahre her und da gab es die Rätsel noch nicht. Deswegen ist das ein bisschen versteckt. Da könnt ihr mal, wenn ihr es recherchieren wollt, anschauen. How to Skat 62, Glück und Leid beim Skatspiel. Da ist es die zweite Partie. Aber wie gesagt, ich mache die gerne auch nochmal. Ja, das Spiel hat mir irgendwann mal in der Pause beim großen Turnier oder Meisterschaft, ich weiß gar nicht mehr genau wo, weitererzählt. Walter van Stegen, der hatte das Spiel glücklich gewonnen und ja, wie gesagt, dass es mal ein Rätsel wird, das stand damals noch gar nicht zur Debatte. Und insofern muss man hier natürlich auch dazu sagen, es ist eine Partie, die sich natürlich bei optimalem Gegenspiel nicht gewinnen lässt. Das ist relativ eindeutig. Es braucht hier schon Fehler der Gegenspieler. Aber nichtsdestotrotz, es sind gar nicht so krasse Fehler, die passieren. Und dann braucht der Alleinspieler eben doch im entscheidenden Moment noch so ein bisschen den Zauberstab, die Magie, um das Ding zu drehen. Und von daher ja, geht es jetzt hier in dem Rätsel so ein bisschen darum, mal diesen Spielverlauf, der sich wirklich ereignet hat, von vor einigen Jahren nachzuspielen. Und das ging so. Walter saß also mit folgender Karte in Vorhand, brauchte noch ein paar Punkte, wie es denn so immer ist beim Skat. Du brauchst eigentlich immer ein paar Punkte. Er sieht zwei Asse, er sieht einen Buben und deswegen hat er wohl ein bisschen frech entweder bei Passe, Passe 18 gesagt oder sogar noch die 18 gehalten. Jedenfalls hat er das Spiel jetzt günstig bekommen, hofft natürlich auf einen Buben oder ein Ass. Es kann ja sogar mit Kreuz Bube und Karo Ass sich zum Grang entwickeln, das Spiel. Aber manchmal gibt es dann eben auch die Situation, wo wirklich absolut mies drin liegt, so wie hier Pik Dame und 8. Jetzt ist es natürlich ein Scherbenhaufen der allerersten Gütekategorie. Andererseits, es hilft ja nichts, bloß nichts anmerken lassen, Pokerface bewahren, 7 Augen jetzt hier in Pik gedrückt und den günstigen 4 Trümpfer in Karo gespielt. Natürlich hat der nicht besonders großartige Erfolgsaussichten, das ist ja klar, aber es gibt natürlich potenziell Chancen. Es können hier auf die Zehner vielleicht geschnippelt werden. Es kann vielleicht, wenn Pik 3 zu 1 sitzt und von hinten nach dem Ass die 10 hinterherkommt, Mittelhand schmiert einen, kann gestochen werden und dann die beiden Asse ziehen. Also es ist durchaus nicht unmöglich, hier mit viel Glück einen Siegweg zu finden. Und was ich eben an der Partie so ja, bemerkenswert fand, ist, dass an sich diese ganzen klassischen Motive, die du hast, um das Spiel irgendwie zu gewinnen, die Ideen, die du hast, wie es laufen könnte, dass die sich Schritt für Schritt, sage ich mal, ja, als nicht haltbar erwiesen haben, beziehungsweise das hat alles nicht funktioniert. Walter ist mit Trumpf gestartet. Klar, man kann auch sagen, gar nicht Trumpf spielen, in der Hoffnung, irgendwie einen Trumpf vollen zu schnappen, aber dann muss man irgendwo mit diesem Scherbenhaufen von Beikarte starten, ist auch keine gute Option. Und dass man hier mit dem Pik Buben einen Trumpf vollen schnappen kann, auch gar nicht so wahrscheinlich. Also eher der Versuch hier in der Beikarte irgendwie mit einem glücklichen Lauf, einer glücklichen Fügung das Spiel zu gewinnen. So, erster Stich. Gegner nehmen raus, ganz normal, 13 Augen. Und jetzt kommt Herz Lusche. Nun ist das Spiel natürlich viel zu schwach, um da mit dem Ass raufzugehen. Es wird auf alles geschnippelt, was sich bewegt. Und hier ist dann leider der erste Rückschlag zu verkraften. Herz 10, einer der Vollen, die potenziell hier zum Sieg eingeplant waren, sitzt in Hinterflosse und wird rausgenommen. Das Ding ist also schon mal nicht mehr zu bekommen. Herz wurde ganz sauber zurückgespielt. Herz 9, Herz Dame, Herz Ass von Walter auf jetzt 21 Augen. Gut, und dann einfach wieder Trumpf. Nichts anmerken lassen, sagt Walter übrigens gerne, ne? Egal wie schlecht das Spiel ist, nichts anmerken lassen. Das müssen die Gegner auch erstmal rauskriegen. So, es fällt wieder ganz normal. Der zweite Trumpfvolle ist weg und Walter ist in Mittelhand. Ja, und wenig überraschend kommt der siebte Herz. Also natürlich keine schöne Karte, da Hinterhand logischerweise keinen mehr haben kann. Abwurf Pik Lusche. Man könnte auf die Idee kommen, allerdings ist das wohl eine Karte, mit der sofort die Niederlage besiegelt ist. Hinterhand kann dann auch wimmeln und dann geht gar nichts mehr. Also Walter hat gestochen. Und jetzt kommt ihm hier an dieser Stelle das erste Mal das Glück zu Pass.
dass Hinterhand der 4 Trumpf hat, nur eine Pik Lusche hat. Und er kennt natürlich die komplette Verteilung nicht. Und dann ist es durchaus plausibel, dass jetzt hier erstmal die Pik Lusche blank abgeworfen wird. Damit hat Walter jetzt 29 Augen und spielt wiederum einfach Trumpf raus. Natürlich kann man sich an sich gar nicht vorstellen, dass dieses Spiel noch irgendwie zu gewinnen ist. Aber die Show muss ja immer weitergehen. Und hier kommt jetzt, wenn man so will, ein ernster Fehler des Spielers hier. Der hätte mit dem Kreuzbuben mitnehmen können, ist jetzt aber untergeblieben, weil er vielleicht sich in Trumpf vertan hat oder weil er den letzten Trumpf gar nicht bei seinem Partner gesehen hat. Das konnte er sich wohl auch nicht vorstellen, dass das so ein schlechtes Spiel war. Und damit macht Walter auch diesen Stich jetzt hier und ist eben am Spiel geblieben. Interessanterweise, wenn der Spieler hier rausnimmt, dann bekommen sie, und etwas treu-doof weiterspielt, bekommt die Gegenpartei womöglich noch weniger. Dieser Stich ist insofern so interessant, als er jetzt dieses interessante Motiv hier einläutet. Denn jetzt muss Walter mal tatsächlich darauf kommen, dass es plötzlich einen plausiblen Siegzug gibt. Und das ist natürlich nicht die Pik Lusche, und auch mit dem Kreuz Ass kann es nicht reichen, selbst wenn die Kreuz 10 blank steht, sondern jetzt bei so einem schlechten Spiel haben wir noch alle Zeit der Welt, um hier einen Unterzug zu spielen. Und hier kommt die Magie ins Spiel. Letzte Chance für den Spieler hier. Der steht nämlich jetzt noch auf dem letzten Trumpf und der Kreuz 10 zu dritt, das Spiel zu schlagen. Er müsste jetzt allerdings hier allen Ernstes die Kreuz 7 legen, und das kann man den meisten Spielern nun mal nicht zutrauen, muss man sagen. Also durchaus jetzt wieder ein ganz üblicher Zug hier mit der Kreuz 10 raufzugehen. Der Spieler hier muss mit der Kreuz 9 bedienen. Und jetzt kommt eben logischerweise noch zwei Stiche für Walter. Kreuz Dame Ass gegen 7 König, und die Magie, die jetzt hier quasi wirkt, ist die, dass er mit diesem Kreuz Ass Stich tatsächlich noch ein Pik Volles mit einsammelt. Also das, was hier seine Schwäche in der Beikarte war, das wird jetzt hier plötzlich zur Stärke. Er kommt mit diesem Stich genau auf 61 Augen, und der Kreuz Bube sticht letztlich dem Partner das Trumpf Ass, das Pik Ass ab. Also ganz logisch, wenn der Spieler hier mit offenen Karten irgendwann mal einfach Pik Ass gezogen hätte, Pik 10 gezogen hätte, wenn hier nicht die Pik Lusche abgeworfen worden wäre, wenn hier Kreuz 7 gelegt worden wäre statt Kreuz 10. Aber wie gesagt, in einer Situation mit verdeckten Karten sind das gar nicht so krasse Fehler. Es ist ein ganz plausibler Spielverlauf, das muss man sagen, und deswegen Respekt in dieser Drucksituation, diesen Unterzug hier zu finden. Da kommen, glaube ich, ganz wenig Spieler darauf, und deswegen fand ich das auch wirklich bemerkenswert. Wieder so ein Aha-Erlebnis beim Skat, wie schlechte Spiele können eigentlich mit einem glücklichen Verlauf und möglicherweise nur ganz kleinen Fehlern gewonnen werden. Dafür also vielen Dank an Walter, und ja, hoffe, dass ihr auch beim Knobeln Spaß hattet, dass ihr vielleicht irgendwie auf diesen Weg gekommen seid, und wenn nicht, dann nehmt mir das bitte nicht übel, dass ich so ein Rätsel eingestellt habe. Wie gesagt, ich finde es einfach bemerkenswert und eine absolute Perle, die sollte an sich jeder Spieler mal gesehen haben, dass sowas eben passieren kann. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt.